Moin moin, liebe YouTube-Süchtigen. Sag mal, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier eigentlich los? Also, man braucht hier bei YouTube gar nicht mehr gucken. Jeder Zweite beschwert sich hier über Trolls, Header, Negativdaumen oder Scheißkommentare. Ja, Jungs, lasse doch. Ne? Meist, wenn du auf die Kanäle guckst, entweder gibt's die Kanäle gar nicht, dass sie die offline gestellt haben, oder die haben nicht mal ein Video hochgeladen. Sag mal, lasst ihr euch davon beeindrucken? Ist doch scheißegal. Ihr sollt euch erstmal selber was auf die Beine stellen. Ja, und das nächste ist, dann kriege ich hier Abmahnungen von Anwälten wegen Videos auf YouTube. Oder beziehungsweise auf meinem zweiten Kanal, da hatte ich ja eine Zeit lang Nachrichten gemacht. Und hatte da Videofrequenzen von einem Lokalsender genommen. Und der hat mich dann höflich angeschrieben und hat gesagt, ich möchte das doch bitte löschen, da man pro Minute ja, bis zu 900 Euro bezahlt für Videofrequenzen eines Lokalsenders. Naja gut, ich habe es dann gelöscht. Ist mir eigentlich scheißegal, geht mir am vorbei. Aber mal ganz ehrlich, was geht hier eigentlich ab? Also das geht jetzt so seit, also ich habe jetzt bin jetzt ein Jahr auf YouTube ungefähr. Ne, naja, also was da jetzt in dem Jahr passiert ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wo ich angefangen bin, das fängt schon mit dem Kanaldesign an, da konnte man natürlich ein bisschen mehr das individuell gestalten. Fand ich schöner. Aber an dem neuen habe ich mich auch gewöhnt. War zwar schwer, aber naja, was soll's. Nur, was da jetzt abgeht, ist wirklich unter aller Sau. Ne? Also für alle, die hier Header oder Trolls oder was weiß ich, wie ihr die nennt, ihr könnt gerne Daumen nach unten drücken bei mir, habe ich kein Problem mit. Ne? Also das beweist ja bloß, wie primitiv ihr eigentlich seid. Denn auch mit dem Daumen nach unten tut ihr immer noch Werbung machen, tut immer noch den Kanal irgendwie mal angucken oder sonstiges. Also es ist ja für mich eigentlich was Positives. Darum, Mann, Leute, macht einfach euer Ding, macht eure Videos, seid einfach wieder YouTuber und fangt da nicht an, wie die Gesellschaft eigentlich ist. Denn du brauchst ja bloß draußen in der Gesellschaft gucken, da geht's genauso ab. Ne? Wenn der Nachbar da irgendwie, was weiß ich, einen Ast über dem Grundstück hängen hat oder die Katze irgendwo rumläuft oder ja Gott mal einen Pups quer hat, dann geht's fort nach einem Anwalt hin und geht's fort hier und da und vor Gericht und man, sag mal, geht's noch? Ey, erinnert euch doch mal zurück, warum seid ihr YouTuber geworden? Warum seid ihr angefangen? Also ich bin angefangen, ich habe eigentlich nur das Hobby Video genommen. Ich wollte ein paar Videos machen, wollte mich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, und was ist eigentlich das Beste dabei? Eine Plattform wie YouTube, wo man die Videos dann auch hochladen kann, damit Freunde, Bekannte auch sehen können. Und ja, deswegen bin ich bei YouTube. Weil ich Spaß dran habe, weil ich Spaß am Filmen habe, weil ich einfach Bock drauf habe, weil das mein Hobby ist. Ja, aber man seht ihr das alle so ernst? Klar, auch Bastian, wenn du das siehst, unser Wohnprinz. Mann, nimm dir das nicht zu Herzen da, das ist doch scheißegal. Und wenn jemand da irgendwie dein Name missbrauchen will und den angeblich ja vor dir angemeldet hat, ja Gott, was soll's? Ne, mach einfach weiter, lass dich doch nicht beeinflussen durch so einen Volk. Wir wissen, wer du bist, jeder weiß, wer du bist, der dich kennt. Und dass du das seit Jahren machst, warum machst du dir überhaupt einen Kopf? Ne? Oder da gibt es dann noch so diverse andere, die sich da beschwert haben. Na, ich will die Namen nicht alle aufzählen, das hat eigentlich keinen Sinn, aber also meine Message an euch, macht einfach weiter. Lasst euch nicht beeinflussen durch diesen ganzen Scheiß, der da abgeht. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß, macht weiter so. Ich werde auch weitermachen, scheißegal wie viel Minus Daumen oder was weiß ich, oder Kommentare oder was weiß ich. Ihr braucht die Videos ja nicht gucken. Ne? Warum tut ihr es dann?
Ne, nur um Negativität zu verbreiten. Naja, ist ja lustig, ist ja geil. Aber, naja, wie gesagt, macht weiter so. Denkt an eure Wurzeln zurück. Denkt zurück daran, warum seid ihr auf YouTube? Warum macht ihr das? Warum habt ihr das mal gemacht? Ihr wolltet eine Message rüberbringen, dann bringt sie auch rüber. Lasst euch nicht beeinflussen durch den negativen Dreck, der momentan existiert. Lasst euch einfach nicht unterkriegen. Macht weiter so, in dem Sinne. Euer Hans-Dieter. Bis dann. Ciao.